Bei Minusgraden läuft der Countdown im hessischen Wahlkampf. Am 18. Januar finden hier die Landtagswahlen statt, der erste Urnengang des Superwahljahres 2009. Und CDU-TV begleitet heute den hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. Herr Ministerpräsident, Sie reisen derzeit viel durchs Land, treffen viele Menschen. Was berührt derzeit die Leute? Meine Einschätzung ist, dass das schon ein besonderer Wahlkampf ist, weil in diesen Zeiten die wirtschaftlichen Fragen sehr, sehr stark im Vordergrund stehen. Sehr viel Unsicherheit bei den Menschen ist. Auch vielleicht ein Stück eine andere Erwartung an Politik, an die Verlässlichkeit und Erfahrung in Krisenmanagement, als es in normalen Zeiten ist. Es ist für die CDU ein ganz schöner Wahlkampf, weil er ist von einem beträchtlichen Optimismus getragen. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht übermütig werden, dass nicht Leute sozusagen meinen, sie müssten, weil sie gute Umfragen gelesen haben, nicht mehr wählen gehen. Denn am Ende sind Wahltage auch Tage der Überraschung und es sollen gute Überraschungen sein und nicht schlechte Überraschungen. Deshalb müssen wir sehr heftig arbeiten, aber es ist schon ein Wahlkampf in einer besonderen Zeit. Nicht nur, weil es draußen eiskalt ist, sondern auch, weil es ein ganz ungewöhnliches Klima ist, zu wissen, wir müssen in Hessen was in Ordnung bringen. Herr Koch ist sehr einem zugewandt. Er kümmert sich auch um die kleinen Probleme hier in unserer Stadt und das finde ich an ihm klasse. Hier in der Rittal-Arena von Wetzlar werden knapp 5000 Zuschauer erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aus Berlin gekommen, um Roland Koch zu unterstützen. Und bevor sie die Bühne betritt, hat die Kanzlerin CDU-TV ein Interview gegeben. Es ist natürlich ein Wahlkampf, der für Hessen wichtig ist, aber auch für die Bundes-CDU. Hessen ist ein Schlüsselland für Deutschland, wenn ich an den Frankfurter Flughafen denke, wenn ich an den Bankenstandort denke. Und hier muss jemand das Ruder in der Hand behalten, der wirklich Ahnung hat von Wirtschaft und von Arbeitsplätzen. Und das ist Roland Koch. Ich habe Roland Koch als einen sehr intelligenten, sachkundigen, energischen und konsequenten politischen Akteur kennengelernt. Wir haben sehr, sehr viele Dinge auch miteinander diskutiert, denn wir haben ja zum Teil auch komplizierte Fragen zu lösen. Roland Koch ist verlässlich. Roland Koch hat viel mehr Humor, als die Menschen manchmal denken. Uns hilft Angela Merkel als Person, aber auch mit ihrer Arbeit. Ich bin froh, dass wir in engem Schulterschluss gemeinsam die Arbeit machen können. Er ist einer, der zuverlässig das auch ehrlich rüberbringt, was er nachher auch umsetzen wird. Und das mag ich sehr an Roland Koch. Kompetenter, brillanter Redner, sehr guter Ministerpräsident, der unser Land sehr nach vorne gebracht hat und der es auch hoffentlich die nächsten Jahre noch tun wird. Der ist immer aufrichtig und immer gerecht. Und ich finde ihn ganz nett. Ich finde ihn gut. Und vor allen Dingen bringt immer gute Ideen. Gerade in den Zeiten wie jetzt in der Wirtschaftskrise braucht man einen kompetenten Mann an der Spitze. Und das stellt er halt dar.